Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler 1540 mit einem Top-Aggregat. Unten habe ich eine Palette, das ist jetzt hier die normale Versandpalette. Besser ist, wenn ich da 2-Euro-Paletten drunter mache. So haben dieser Transcooler hier in diesem Iveco auch die Krafter, Sprinter und was es alles gibt, Platz. Und so kann ich hier Tiefkühlware oder Medizin transportieren. Wir haben innen drin, wir haben dann so die Türe, wir haben hier in der Breite kriegen wir 2 solche Kisten, eine quer, eine längs rein und in der Länge sind es 2 und auf der Seite 3. Somit kann ich 25 Kisten einladen und in der Höhe kriege ich 5 Stück übereinander. So habe ich also für 500 Kilo Fleisch Platz hier in diesem Transcooler. Andere Ware, andere Dimension, aber man sagt, eine solche Kiste fast 20 Kilo Fleisch. Ja, preislich sind wir hier irgendwo, je nach Version, um die 4000 Euro. Den Katalog verlinke ich euch unten. Da ist aber das Aggregat noch nicht drin. Das ist neu mit dem Top-Aggregat. So habe ich den großen Vorteil, ich habe es nicht in der Tiefe, aber der Platz hier kann ich brauchen. Ich kann hier auch noch irgendwas draufstellen. Dann habe ich hier die Fernsteuerung, wir haben 5 Meter Kabel, also die es viel drin haben, nach vorne legen in die Kabine. Andere kenne ich, die haben es hier angemacht oder oben dran angemacht. Wir sind flexibel, wir können die Kiste, wenn es auf 2-Euro-Paletten steht, wieder rausheben. Flexibel einsetzbar. Wir brauchen am Fahrzeug nur ein 16 Quadrat Kabel, dass wir von der Batterie vorne nach hinten ziehen zu diesem Transcooler für den 12 Volt Betrieb während der Fahrt. Und für den stationären Betrieb haben wir ein Netzgerät, was uns den autonomen Betrieb, also wenn das Fahrzeug irgendwo in der Garage steht oder auf dem Vorplatz, dass wir da den Kühler betreiben können. Speziell für Kurierdienste, die sehr viel arbeiten, sehr viel Ware mit sich führen oder Kühlware haben, Trockenware, also nicht gekühlte Ware, ist das eine ideale Kombination. Auch Kurierdienste, die nach 2, 3 Jahren ihre Autos ersetzen, Kiste raus und neue rein. Ich mache euch hier oben ein Video vom gleichen Gerät in einem Fiat drin. Dann unten die Übersicht unserer Transcooler. Rechts die Sparversion, wenn euch das zu teuer ist. Und unten ein anderes Video über den gleichen Container, Transcooler, aber mit dem Kühlaggregat hinten dran für Mercedes Vito, VW-Bus, Opel Vivaro und all diese Fahrzeugklassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.